Willkommen zu einem weiteren Video auf Pyrojade und heute stelle ich euch mal den Rettungswagen so tricky vor. Also es ist so ein kleiner Rettungswagen sozusagen, so für Notfälle, NEF oder so. So, also wir gucken uns wie immer am Ende noch die Beleuchtung nachts an und so. Und jetzt machen wir erstmal noch eine kurze Probefahrt. Also ich finde den absolut cool. Also wenn ihr mal Roleplay oder so in LS spielt, dann empfehle ich den nur zu, weil der ist einfach. Also die Beleuchtung auch anders hell, anders gut. So, dann schalten wir erstmal das Licht an, es regnet heute wie immer. So, dann fahren wir jetzt ein bisschen rum hier gucken. So. Auch mal wieder freie Straße, keiner traut sich am rechnerischen Platz raus, wie immer. So, ich finde, er lässt sich gut fahren und einwandfrei sein. Also Martin von Hock hat es leider nicht. Warte eigentlich, obwohl da oben steht, abdecken, öffnen, abdecken, schließen. Aber leider hat es das nicht. So. Das ist hier schon der zweite Teil, Leute. Oh, how dare you. Gut, Überschlag. Perfekt. Also wenn ihr mehr davon sehen wollt, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Würde nicht schaden, ist ja alles kostenlos und so. Dann sehen wir uns gleich am Abend bei der Beleuchtung. So, also hier sieht man das Auto nochmal in der Nacht, Leute. Die war also, es ist eigentlich ganz kleines Auto so und die, es ist einfach, sieht krank aus. Also dazu kann man nichts anderes sagen. Nur halt der Martinshorn fehlt noch und dann so. Also hier einmal wieder die Warnblinktest. Oh, sieht aber niedlich aus. Ne? Oh, der hier. Motor auch alles gut. So. Die Blinker ist, also ich finde, besser kann man das Auto nicht gestalten. Und dann testen wir nochmal, wie es vorne aussieht. Also 1, 2. Nein, diesmal gibt es nur 2. Aber für das kleine Auto reicht das auch allemal. So. So, alles klar, ne? Habt noch einen schönen Tag und ciao. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.